Wir machen direkt Leitern, wir spitzen uns keinen ab. So. Mega Affen beschissen. Geil, Kacke. Jetzt muss ich einmal kurz gucken. Leiter. War nur mit Stöckern, glaube ich. Ja. So. Bisschen was zu essen kurz. Sollte ja natürlich nicht sein, wie immer. Ganz toll. Ist ja gar nichts zu essen. Ey, was ist denn das? Alter, habe ich mich eingeschissen. Was will er denn hier? Was schützt du denn jetzt hier? Ich habe ganz andere Probleme hier. Hier nehmen wir... Oh, wenn eine Behutsamkeitsaxt. Ja gut. Ach, Mann, ich muss mich beeilen, sonst despawnt das. Nee. Ich bin am Verzweifeln. Ich wollte was zu fressen haben. Was zu essen, Da, auf den Kartoffeln. Nehmen wir auch mit, zur Sicherheit. Ist hier noch was? Noch was. Eine rohe Kartoffel noch mit, ist mir egal. Und dann... Warum habe ich so viele... Scheiß drauf. Wir müssen jetzt da runter. Sonst sind unsere Items weg. Ist ja wieder ein guter Start. Ich habe gesagt... Scheiß drauf, ihr habt das natürlich nicht gesehen, das ist ganz normal, das passiert immer, das passiert nur den Besten. Hier sind auch jetzt keine Monster, die uns angreifen, dass wir gleich einfach nochmal sterben. Das würde nie passieren, das passiert logischerweise hier auch nicht. Hier lang, hier oben. Nein, da gehen wir nicht lang. Hier runter war das natürlich. Bam. Dann müssen wir... Die Wasserquelle da wieder hoch. Die da hinten irgendwo ist da. Am besten bitte so schnell wie möglich. Oder. Warum habe ich keine Axt mitgenommen? Bin so dämlich, echt. So. Wo bin ich? Da muss ich lang. Oh Gott. Aber unsere Items sollten noch da liegen. Wenn jetzt ein Creeper ist, ne? Hä? Bin ich doch falsch? Da unten. Kein Problem, alles cool. Gleich bin ich da. Alles safe. Okay, cool. So. Weil es so gut funktioniert hat, machen wir es natürlich nochmal. So eine Fackel. Lass mal essen. So. Wo waren wir stehen geblieben? So. Jetzt kann ich zumindest ausweichen, wenn mal was sein sollte.
Perfekt. Ich höre Monster. Wo ist meine? Ich sehe schon, ich komme das über, wenn eine Höhle ist. Oder neben mir. Ja. Wäre jetzt so mega Affenscheiße, wenn ich jetzt irgendwo ankommen würde. Wo eine Höhle wäre. Dann müsste ich mich richtig beschissen irgendwie hochbauen. Passiert natürlich nicht. Leute, das ist. Warum sollte das passieren? Das wird nicht passieren. So. Ich hoffe, dass wir bald mal oben ankommen. Bitte gerne mal das Tageslicht wiedersehen. Bitte. Bitte. So langsam. Bitte. Ich möchte oben ankommen, so langsam. Wäre das möglich? Wie weit tief sind wir denn? Schon wieder Granit. Naja. Naja. Ich hoffe, wir haben genug Leitern. Ich hab's da erst gedacht. Oh. Oh. Erdoberfläche. Ist ja schon dumm. Ich sehe schon, gleich kommen wir in unseren Stall an. So nach dem Motto. Und dann Baum an. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Achso. Mann, ich will Fackeln platzieren. Ruckel hat noch mehr. Okay, da kommen wir runter zu diesem Zombie-Spawner. Gute Now, gute Now. Was ist denn da hinten eigentlich? Ist da nicht so dieses Dorf, ne? Ja. Naja. Naja. Das ist hier oben, das ist ja auch noch eine Höhle. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht drin. Also wir haben ja auf jeden Fall noch genug Höhlen zu entdecken. Okay, da brauchen wir nicht viel entdecken. Ist entdeckt. Warte. Check. Entdeckt. Okay, hier ist die Wetterkante. Ich hoffe endlich mal. Erstmal müssen wir jetzt unser Tal lernen. Das war jetzt schon wieder. Too much for me. Gestorben aus Dummheit. Ich hab's predicted und bin auch noch deswegen gestorben. Jedenfalls nur peinlich. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Und es fängt wieder an zu ruckeln. Naja. Wir können hier die Leiter rein. Nee. Da kommt das rein. Hier kommen Leitern rein. Da kommt Holz rein. Dann kommt hier. Das alles rein hier. Und dann kommt die Erde rein. Da kommt Granit rein. Cobblestone. Perfekt. Hier werde ich alles reinlöten, weil ich es nicht brauche. Das nehmen wir mit. Dass wir Brownie benennen können. Was kostet das? Okay. Brownie. Unser Brownie. So, dann können wir Brownie gleich noch ein Nametag anheften. Genau. Und dann wird es wieder dunkel. Dann gehen wir erstmal sleepen. Entfernen soll es ja gut gehen. Wir können mal rausgucken. Ja, und Esel da vorne.
Die chillen. Die fühlen sich wohl. Das freut mich. Ich denke, wir müssen schlafen. Und dann gibt's Brownie erstmal ein Name-Tag. Namensschild. Brownie. Bäm. Entschuldigung für die Ruckler, ich kann da leider nichts für machen. Da kann ich leider nichts für machen. So. So mit O. Dann gucken wir einmal kurz in unser Essensfarm, wie weit da Weizen ist. Dann können wir das kleine Ding hier auch abbauen eigentlich. Aber das wird safe noch nicht so weit sein, oder? Wenn denn, wenn es zu 95% hier, oh, hier fehlt. Warum fehlen jetzt zwei gelbe Glasblöcke? Warum fehlen jetzt zwei gelbe Glasblöcke? Also weder, ich hab's vergessen. Hier fehlen sogar mehr. Was ist das denn? Warum ist mir das nicht aufgefallen? Wir haben einfach 8 Glasblöcke gefehlt. Naja, manchmal ist das Offensichtlichste das Unoffensichtlichste, ne? Ich glaube nicht, dass hier 8 Endermänner werden und 8 Blöcke geklaut haben. Da glaube ich nicht dran. Ich finde das interessant, dass teilweise unter diesen Lampen das schneller wächst als daneben. Hier jetzt als Beispiel ist ein blaues Glas. Ich weiß nicht, ob das einfach nur... Könnt ihr mal reinschreiben, ob das Glück ist oder die durch verschiedene Farben von Gläsern man das Wachstum beeinflussen kann. Weil hier, ja, ist halt weniger, aber 50% davon ist auch schon fast durch hier. 40%. Und hier drüben, na gut, 30% eher. Komisch, aber hier bei den gelben habe ich das Gefühl, wächst das schneller. Wäre mir interessant zu wissen, ob das einen Unterschied gibt. Naja. Dann gab es halt jetzt, dass ihr Bescheid wisst, erstmal nur 2 kurze Folgen. Die Folge, die jetzt sollte am Dienstag rauskommt, sagen wir mal 15 Minuten. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, dass es zu kurz ist. Die nächsten fortlaufenden Folgen sollten wieder so um die 20 Minuten sein. Und dann werden wir anfangen, in die Farm zu Ende gereift ist, die abzuernten, einzustreuen bei unseren Pferden, dann da noch außen so ein paar Stroh, ja, Bereiche zu machen, wo die sich dann dran nägen können. Vielleicht nochmal eine Wasserstelle oder so, oder falls ihr sogar selbst Ideen habt, was wir da hinmachen können bei unseren Pferden, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge und werden dann sehen, was wir schaffen, machen, tun und hinkriegen. Mein Ziel ist, wie gesagt, Farben abernten, wenn sie soweit fertig ist. Und halt die Mobfarm anfangen. Die Mobfarm anfangen. So. Und ja, reingehauen. Habt einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und tschüss.